Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Maker Online. Und ja, wir spielen heute. Eigentlich war geplant, dass wir heute die weiteren Level von Majora spielen, der die Zelda-Level gemacht hat. Machen wir auch gleich. Davor kommt allerdings noch der Hüssi dran. Der hat mir einen Levelcode gepostet und ich habe mir gedacht, so hey, ich habe nur einen Levelcode gerade zur Verfügung. Ihr dürft mir gerne weiter welche einreichen, ob nun hier und in den Videokommentar oder auf Twitter. Also ihr dürft unter jedes Mario Maker Video dürft ihr mir einen Levelcode zusenden, wie ihr wollt. Und auf Twitter sowieso. Ich notiere mir das dann. Und da ich jetzt gerade nur einen Code habe, spielen wir das. Jetzt. Okay, das ist das Beste von seinen ersten 9 Level. 9 in 1. Schwierigkeit ist 4 von 4 Sternen. Es hat noch keiner geschafft. Allerdings sind nur 16, also 5 Leute reingegangen und 16 mal gestorben insgesamt. Und mir wurde gesagt, ich soll die Kommentare aktivieren. Mache ich gleich in-game. Wir gehen sofort auch rein. Und ja, ich bin echt gespannt. Bislang war ich ja von seinem Level, den er da gepostet hat, eigentlich recht begeistert. Das letzte Level, was ich gespielt hatte. Und ja, ich bin gespannt. Wir machen erstmal die Kommentare an. Und gucken uns mal, was abgehen. Okay, wir sollen... Cloudland, ja. Das war Fail. Gut, das war meine eigene Schuld. So. So macht man das. Man hat nur eine Chance. Lass mich runter. Danke. Okay, es geht die ganze Zeit jetzt so. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Okay, das ist interessant. Ups. Jetzt nicht runterfallen, bitte. Hat er extra 2 gemacht. Okay. Extra 2. Wenn so eine Trottel wie ich da reinlaufen. Konzentration. Man hat eine. Er hat zumindest eine Chance gelassen. Er hat zumindest eine Chance gelassen da direkt am Anfang. Aber dann hat er gesagt so, mehr als einmal. Nee. Ich mach mal gar einen Moment, Alter. Lelelelelel. So. Fickt euch alle. Und ja, jetzt geht's weiter. Hier kann man ja noch sehen, wann das ungefähr eintritt. Gut, da hätte auch gleich direkt hier rüber jumpen können, ne? Ist irgendwas? Nee. Vom Design her sagen wir ihm sein Level echt wirklich zu. Also ich finde die wirklich genial. Upsala. Cloudland. Was steht da? Overfluting Jungle? Oh, ich verstehe schon. Ich hätte mich beeilen können, da hätte ich hier ein bisschen schneller, wäre ich ein bisschen schneller durchgegangen. Mal gucken. Das hat aber noch keiner geschafft. Ich frage mich, warum. Ja gut, vielleicht viele verlieren, muss ehrlich sein, viele verlieren die Geduld und sowas, ne? An anspruchsvollere Level. Und gerade kleinere Baumeister, würde ich mal sagen, die haben nicht so die Prio beim Durchspielen von vielen Leuten. Looney Jungle, ich konnte nicht so viel lesen. Okay, das ist doof, dass da ein Kettenhut ist. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, okay. Wir sehen uns gleich wieder hier. So, Overfluting Jungle. Ah, ich war total abgelenkt, dass da ein plötzlich von links kam. War es vorhin auch schon so? Wieso? Der dreht doch. Warum dreht er um? So, jetzt bitte mit Geduld, ne? Mit Geduld. Och komm, was ist denn hier los? So, gut. Man muss einfach nur Geduld haben. Ist ein bisschen fies, dass die Fische direkt kommen. Finde ich jetzt. Aber hier gibt es vielleicht einen Pilz. Hier gibt es einen Pilz. Okay, nice. Was machst du da, Mario? Spring doch. Schwimmen, meine ich. So, jetzt aufpassen. Hier muss ich unten durch. Ja. Ist ein Checkpoint vielleicht da? Das wäre nice. Coinslide, okay. Coinslide. Ah.
Ich sag jetzt, wo muss ich hin? Aber das verstehe ich gerade nicht, hä? Wo muss ich... Oh, hier, wahrscheinlich. Ah, mehrere Wege sind ein bisschen unfair. Oh, das ist... Das ist gut gemacht. Gut gemacht ist das. Ja, jetzt hätte ich wirklich... Ach, ich verstehe. Jackie. Komm. So, warten. Alter, als ob. Shell Bowling. Ja, okay. Ich hab's kapiert. Was anderes war ja nicht anders möglich. So, kriegen wir jetzt einen Checkpoint. Bowser's Mansion Castle. Komm, hier ist doch bestimmt irgendwas. Hier muss doch was sein. Checkpoint. Wenn ich ganz kapiert das, was ihr abging, aber ab. Oh, nice. Ein Checkpoint. Ich soll auf den richtigen Moment warten. Okay. Ja, natürlich. Ach, Mist. Jetzt hab ich's verkackt. Ach, komm her jetzt. Ja, komm. Zu früh. Zu spät. Ach. Ist mir auch egal. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit gesehen, das zu schaffen. Ist ja hier der Checkpoint. Das ist zumindest fair. Ich muss auf jeden Fall abspringen. Denke ich. Oder nein, ich muss nicht abspringen. Ich muss genau in dem Moment nach oben drücken. Reicht es einfach so direkt nach oben zu drücken, die ganze Zeit, so mit steifen Hals? Reicht auch. Oh, das war nice mit den Bomben. Das war ein cooler Effekt. Alles klar. Uff. Kann das selber auch mal enden? Das ist... Das Spiel, glaube ich, er will einen quälen. Irgendwie. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ai. Ach komm, das geht ja so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Das muss man mir erklären, warum das so gezählt wird. Nee, wir. Danke. Vielen Dank. Mir ist das Level wirklich gefallen. Ja, brauchst du nicht einschleimen. Das hat der Level, hat das Level schon gemacht. Das Level war wirklich sehr gut eigentlich. Hat mir richtig gefallen. Bis auf die eine Passage mit dem Fisch, da habe ich mich ein bisschen doof angestellt, aber vielen Dank. Da weiß ich schon gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Gut. Dann von dem einen... Ich kann das Level echt jedem empfehlen. Also von dem einen Level hier
von dem einen sehr guten Level gehen wir zum hoffentlich nächsten sehr guten Level. Wir gehen nämlich zu dem nächsten Level von der Zelda-Reihe. Und ich denke mal, das kriegen wir noch in diesem Part unter, ne? Auf jeden Fall dürft ihr mir weiterhin Level zusenden und mir in die Kommentare posten. Müssen nicht alle genial so sein wie das, was ich eben gespielt habe, aber ich, warte mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Das mache ich selten bei Zuschauerlevel eigentlich. Gehen wir auf gespielte Level. Folgendes Level heißt ja Best of 9, ne? Ich kann mal kurz gucken. Und ich habe nicht alle gespielt. Die sind wirklich gute Stellen dabei. Ah, dann war das hier aus 3D World geremaked in Super Mario World. Nee, ich folge den jetzt einfach mal. Und wenn ich dann merke, ich nehme gerade auf und dann schaue ich einfach mal vorbei und dann zocke ich einfach mal. Muss nicht, ich weiß nicht, ob ich das alles in einer Aufnahme spiele. Naja, denn schon. Und ja, mal gucken. Ich habe schon ein paar Leute, die ich folge, aber ich gehe jetzt einmal zu den Leuten hin und ich glaube, ich folge ja auch diesem Majora. Ich gehe mal kurz Level suchen. So. OOT hat er schon gespielt. Ja, wir müssen immer nach der Reihenfolge gehen, ne? Alles nach der Reihenfolge. Und zwar, wir haben als letztes Dodongos Cavern abgeschlossen. In der Mario Maker Timeline. Und jetzt geht's nach ins Jabu Jabus Bauch. So, der dritte Dungeon von Ocarina of Time. Wir müssen Prinzessin Ruto durch den Bauch tragen. Hier ist Prinzessin Ruto im Pau-Block. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber hier ist Prinzessin Ruto im Pau-Block. Gut, spielen wir das Level. Instant. Ich trinke mal kurz meinen Kaffee noch. Kann ich auch gleich mal eine Geschichte erzählen. Ich hatte nämlich... Oh Gott, ich muss Kommentare wieder ausmachen. Ich hatte nämlich... Oh. Ach ja! Tatsächlich, warte mal, komm ich da raus? Damit ihr mal sehen. Das ist cool gemacht. Man drückt den Powerblock und dann gibt man Jabu Jabu einen Fisch. Und man muss ja halt einen Fisch fangen, um in Jabu Jabus Bauch zu gelangen. Und das sind die Dinger. Ich werde natürlich wieder hier die Jabu Jabu Musik einfügen. Und ich muss ehrlich sagen, da ist Prinzessin Ruto. Ich glaube, das war falsch, dass ich jetzt schon runtergejumpt bin, ne? Ja. Ruto. Brauch dich nochmal. Nein, eigentlich nicht. Ich hätte den Powerblock gerne nochmal gehabt. Okay, wir brauchen Prinzessin Ruto auf jeden Fall. Hallo. Ich würde gerne wieder hochkommen. Danke. Ah. Ja, die springt ja am Anfang irgendwie so dumm runter, ne? Die springt ja am Anfang so dämlich runter. Man darf ihr ja nicht hier sofort hinterher. Man muss irgendwie weiter. Oh, das wäre einer dieser Level. Ach ja, man muss ja die Dinger hier. Okay, hier links kommt. Man muss erstmal nach rechts, soweit ich mich erinnere. Oh Gott, das ist lange her. Ja, ich hab schon verstanden. Na, eigentlich nicht so ganz. Wir behalten nur unser Powerblock mal. Und wir bekommen eine Feuerblume. Damit kommen wir in die Mitte, ne? Ah! Nice! Die ganzen Tricks, die man machen muss. Ach ja. Ruto, bleib mal kurz sitzen, okay? Danke. Ja, komm. Das ist einer dieser Zipfel. Ich hatte vorhin gesagt, das sind diese hängenden Pimmel. Ja, komm jetzt. Danke. Das heißt, Ruto, keine Sorge. Ich trage dich hier durch. Nice. Ist hier oben irgendwas Geheimes? Nein. Schade. So, Ruto. Weiter geht's. Wir haben noch viel vor uns. Hallo? Ah, okay. Jetzt müssen wir wieder so einen Pimmel besiegen, oder? Nee.
Wir kriegen ein One-Up. Kamen wir nicht irgendwo anders durch mit dem Dings? Gut, du sag mal. Müssen wir irgendwo anders hin? Ach, wir müssen, ja, stimmt ja hier. Gut gemacht. Gut, Ruto. Gut, Ruto. Das war doch dieser. Ja, ihr wisst es. Kommt nicht noch einer? Ich würde Ruto gerne nicht wegschmeißen. Das war doch. Ach, da. Das war dieser hässliche Kraken. War doch so, ne? Dieser hässliche Octo. Octo. Ach, dieser Hässlo. Ah, ihr wisst schon. Gut. Gehen wir hoch. Ich stelle jetzt noch so ein Parasit im Weg. Ich kann mich leider nicht wirklich mehr einsetzen. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was dieser Raum hier soll. Nee, echt nicht. Ich freue mich aber, den weiteren Level zu spielen noch. Ich check hier den Raum nicht. Was ist hier denn? Was war da unten? Was war rechts? Hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Ruto, alles gut bei dir? Okay, wir brauchen den Boss-Key. Ruto. Bleib mal kurz hier, pass mal auf. Okay, Ruto, wir haben den Key. Der Boss war ähnlich so wie Kingdom Hearts, ne? Ich würde den irgendwie durch oder so. Ah, Moment. Ruto. Bleib mal kurz hier, okay? Ich erledige das für dich. Das ist doch dieser komische, dieser parasitäre Tentakel-Gedöns. Naruto. Nun zu dir. Lass mich in Ruhe! Nee. Ich brauche dich hier ich brauche dich eigentlich gar nicht. Weißt du was, Ruto? Verreck. Stirb. Jetzt kriegen wir das Zeichen des Wissens oder keine, ach, keine Ahnung. Da ist ja Ruto nochmal. War ein gutes Level. Das davor war besser. Krieg dennoch ein Bier vom Herz. Ich hab's teilweise wieder erkannt. Nicht immer. Nicht immer, leider. Aber es war ein gutes Level. Und weil wir erst bei 21 Minuten sind und online, ihr wollt unbedingt die nächsten paar sehen. Auf Forest-Tempel und Feuer-Tempel. Uff. Ich weiß nicht, ob ich den Part jetzt beenden soll oder das noch in diesem quetschen soll. Aber ich weiß nicht, wie lange die gehen. Was ist der Rekord? 1 Minute 27 und hier. 15 Sekunden. Okay. Wir spielen einmal wieder nochmal das Bolero des Feuers. 3 Schwierigkeiten, grün, relax, gelb und so. Wir machen grün, einfach nur mal, damit ich es gezeigt habe. Und dann war es das ja auch. Irgendwann ein kurzes Level wollte ich noch zwischenquetschen, bevor ich den großen Tempel mache. Okay, wir gehen durch den grünen Weg, ne? Wir gehen den grünen Weg. Heute mal gehen wir den grünen Weg. Andermal gehen wir keinen Weg. Aber das darf man jetzt weiter. So, Bolero des Feuers. Rhythmus ist das. Hey, ich dachte, leicht wäre nicht für Babys. Ja, da habe ich gut, dann da haben wir das, ja, da haben wir das. Das ist ja super. Gut. Dann. Ja, was machen wir im nächsten Part? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich spiele ich die beiden Ocarina of Time Level noch. Also der Waldtempel und der Feuertempel. Damit wir es auch hinter uns haben. Und ich mich auf den nächsten freuen kann. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder bei Super Mario Maker Online. Haut rein und tschüss. Ach ja, ja, ihr dürft mir Level senden. Send Level bitte. Twitter oder hier, ihr wisst schon. Haut rein und tschüss.
Ho, ho, ho.